Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen und knusprigen Episode Let's Play Ranch Simulator zusammen mit der lieben Sarah und dem Moku. Hallo! Hallo! Was für eine chillige Nummer. In der letzten Episode haben wir hier die ganzen Weintrauben eingepflanzt. Die Frau war auch nochmal fleißig, während ich mit den Hühnchen beschäftigt war. Hat hier nochmal ein bisschen umgeräumt. Hier ist so Saatgut drin. Das hier backt ein bisschen. Das wird dann wohl weg sein, wenn wir wieder das Spiel laden neu. Ja. Wir haben halt schon mal ein paar Körbe bereit, ein paar Kisten und so weiter und so fort. Und die liebe Sarah fängt jetzt gleich an mit ihrem, sag mal schnell, mit ihrem Feld. Sonnenblumen ist die Devise. Und dafür, den Fahrzeug, das fahre ich dir mal eben weg. Dankeschön. Ja, ich räume das hier gleich auf, das ist kein Problem. Gerade eh dann nicht so viel zu tun, weil wir ja aktuell nur die Kühe machen. Weil wir haben Geld, immer noch über 10.000. So bei 5.000 fange ich an, mir Sorgen zu machen. Du brauchst einmal deinen Traktor. Den Hänger brauchst du aktuell nicht. Ich würde vorschlagen, dass du dir den einmal betankst. Und dann fährst du zu dem Feld. Du weißt, wo das ist, ne? Ja. Ja. Okay. Doch. Wir haben ja drei. Zur Not nimmst du halt irgendein anderes. Ist ja scheißegal. Dann brauchst du den Grubber. Du fängst sozusagen damit an. Du musst den Boden auflockern. Und das funktioniert mit dem Grubber. Durch. Bin mal gespannt, ob du ein komplettes Feld schaffst in der Episode jetzt. Deswegen, wir haben auch ein bisschen früher heute angefangen. Es ist dunkel. Ja, alles noch friedlich hier am Pennen und so weiter und so fort. Ich räume hier gleich den ganzen Scheiß auf. Traktor wird betankt. Ja, das ist doch super. Jupp. So, ich suche hier gerade was. Ach, ich weiß, wo es ist. Ja, sehr gut. Den brauchst du nämlich halt gleich wirklich. So. Ja. Dann. Ich fahr dir gleich mal hinterher. Licht. Sonnenblumensamen hattest du ja welche. Sind das wohl die Sonnenblumensamen? Nee, das ist Weizen. Die sind unten. Sonnenblumen unten, ja. Nehme ich mal so. Ich weiß gar nicht, ob. Zwei Säcke. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich da reingeballert habe, den Boden. Ehrlich nicht. Drei. Du hattest auch sechs. Ich hatte oder sechs? Du fünf? Nee, weiß ich glaube, du hattest fünf gehabt. Egal, ich nehme sechs mit. Weil dann muss ich nicht hin und her fahren. Das wäre schon mal Premium. Ist für dich jetzt sowieso noch nicht relevant. Okay, ich hab's gefunden. Ja, grober. Das sieht aus wie so eine fette Hake. Steht auch beim Feld rum. Ja. Bin ich mir sicher. Ich glaube, so. Das ist das hier. Ja, sieht so aus. Soll ich das Feld benutzen hier gleich, wo klar. Das steht? Okay. Klar. Nimm ruhig. Ja, das ist das, wo ich das Weizen vorbereitet hatte. Das Feld ist das. Okay. Ich komme dir gerade hinterher. Ah, da hinten sehe ich deine Festtagsbeleuchtung. Meine Festtagsbeleuchtung. Ja. Zum Aktivieren des was? Anbaugeräts. Linke Maustaste. Ja. Und jetzt müsstest du sehen, dass sich der Boden lockert. Warte. Ja. Okay. Ja. Da ist das Saatgerät. Ich gehe immer in Hocke, wenn ich aus dem Wagen aussteige. Okay. Gut. Richtig? In das Saatgerät passen exakt 30, also drei Säcke passen rein. Ich befülle dir das schon mal mit deinen Sonnenblumensamen. Ja.
Ja, dann brauchst du das nicht machen. 2. Und 3. Gar nicht irgendwie so einfach, finde ich. Nee. Aber es sieht sehr souverän aus, was du machst. Ja, doch, doch. Es geht. Doch, ist fluffig. Ich glaube, ich habe da hinten sogar noch eine Stelle vergessen gehabt. Ja, du kannst ja nacharbeiten, ist ja kein Problem. So, Dünger hole ich dir auch ran. Gut. Und ja, wenn ich die Saatmaschine entleere, ist der Inhalt weg. Da war jetzt nicht viel drin, da waren jetzt 0,4 Saatgut drin. Okay. Ich glaube, es verkraften wir. Ja. In Anbetracht dessen, dass der Mähdrescher halt immer noch nicht leer ist. Ja. So. Okay, langsam brauche ich das Licht nicht mehr. Ist ganz angenehm, ne? Ja. So, Dünger. Ist das hier Dünger? Ja, es ist Dünger. Und am Ende brauchen wir den Dünger doch noch. Nee, brauchen wir nicht. Irgendwas. Also muss ich das Feld auch nicht also düngen oder wie? Das Feld würde ich tatsächlich machen. Okay. Ich bringe dir deswegen gerade den Dünger, den wir haben, vorbei. Ah, okay. Um das einmal vernünftig zu betanken hier. Geil. Die Pflanzen bewässern auch automatisch. Ich hab's extra für die Frau im Blick. Weil ich glaube, die reißt mir wirklich den Arsch auf, wenn sie vom Feld wiederkommt und nichts ist fertig. Oder die Pflanzen kaputt. Alter Schwede. Ja, dann wäre ich schon ein bisschen sauer. Ja. Irgendwie aber auch verständlich dann. So. Macht aber Laune, was da hinten machst, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Finde ich schön, dass sie es mit reingebaut haben. Doch, doch. Hat was. Aber wofür brauchen wir Sonnenblumen? Das ist dann hinterher noch die Frage. Das werde ich wahrscheinlich herausfinden. Ja, ich hoffe es doch. Ah, hi. So, erstmal den eigenen Dünger. Ah, so. Zack. Ist denn egal. Ich stelle hier an den Baum diesen einen Kanister hin. Hier sind noch 2,9 Liter drin. Der Gülleanhänger ist voll. Okay. Okay, okay. Oh, das Feld sieht schon fast fertig aus, ne? Ja. So, chillig. Wenn du das gemacht hast, also das Feld, wenn das komplett fertig ist, dann stell den Grubber an die Seite. Kleiner Tipp, nicht zu dicht ans Feld ran. Und dann brauchst du die Saatmaschine. So, ist fertig. Jo, dann muss da nur noch aussehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass du da nicht düngen brauchst. Ich glaube, mich daran zu erinnern, gesehen zu haben, dass, sag mal schnell, dass die Pflanzen trotzdem angegangen sind. Also aber dieses gelbe Ding oder wie? Oder was? Was brauche ich? Das neben dem kleinen Kanister. Ja. Saatmaschine steht auch dran. Da ist ein Zeichen dran mit Sonnenblume. Ich hatte die ganze Zeit noch meinen Kopf. Achso, ja. Ja. Okay. Und das muss ich auch mit dem Traktor machen oder muss ich das? Mit dem Traktor. Okay. Den Mähdrescher brauchst du erst bei der Saat. Mhm. Der zweite Wert der Pflanzen ist noch bei 0 von 100. Ach, das ist Dünger. Ja.
Der dritte Wert, der muss grün werden. Ja, der wird grün. Okay, perfekt. Außer bei der einen Pflanze hier. Warum ist das so? Ah, weil bewölkt. Wird mir angezeigt. Die hat nicht genug Licht. Oh, scheiß lol. Regen. Ah, ich verstehe. Alle anderen bekommen irgendwie Licht. Nur die nicht. Ja, die zieht aber nach. Ja. Muss ich da auch irgendwas drücken? Wahrscheinlich. Linke Maustaste auch wieder, ja. Ja, weil bei mir steht es nicht. Nee, nee, das war auch mein Problem. Die linke Maustaste so ein bisschen drücken. Mhm. Hä, warum geht denn der immer in die Hocke? Ich geh mal jetzt in meine Einstellung und guck nach. Eingabe. Kriechen, C. Das. Hm. Okay. Das finde ich aber ein bisschen schade, dass wenn man halt wirklich von Anfang an bis Ende halt durchzieht, dass er trotzdem bei manchen Stellen halt nichts macht. Hm. Ja, dass halt bei manchen Stellen ist es halt dann trotzdem zwar irgendwie nicht mit Saatgut, obwohl man es halt ordentlich macht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das triggert mich gerade. Aber kann ich dann da auch nochmal drüber fahren oder sieht es so scheiße aus? Nö, ich glaube, kannst du machen. Ich glaube, der befüllt das nur. Der geht dann nicht nochmal drüber. Ich weiß, was du meinst, dass es dann kreuz und quer ist und so ein Schwachsinn, ne? Ja. Nee, das macht er nicht. Also er bestellt dir das Feld, soweit ich weiß, nicht doppelt. Das wäre auch böse. Ja. Kann ich ja kreuz und quer fahren. Theoretisch ja. Wir haben nur Bullen hier. Das ist nicht gut. Ja. Wallride Moo enttäuscht mich nicht. So, wenigstens einmal eine Kanne Mukomilch einpacken hier. Oh, ist voll. Ach, die sind schon toll. Die sind schön toll, die Tiere. Aber ich glaube, ich fahre gleich trotzdem einmal die Bullen weg. Ja. Alleine auch schon, weil einfach viel zu viel gerade ist hier. Ich habe massive Lecks gerade, ne? Wegen Wetter und bla bla und ja, so. Ja, ist nicht gut. Nee, ist uncool. Entschuldigung. Alles gut? Oh, komm, der hätte von anderes sein können, so eine Scheiße, ey. Schon. Ganz ehrlich, wenn du es... Ah, oh, nee, doch nicht. Alter, was sind das gerade für Lags? Hallo. Hm? Was denn? Nee, alles gut. Ich dachte so, wenn du einmal verkackt hast, hast du verkackt, aber nee. Nee. Es dauert nur ein bisschen, bis irgendwie das Spiel checkt, so. Die hat ja dann auch was gemacht. Doch, es wird. Wird, ne? Ja. Ja. Problem ist, ich habe echt gerade massive Lecks hier. Das ist nicht gut.
Jetzt geht's wieder. Es liegt aber auch mitunter an diesem Regen. Ja. Weil dann einfach auch noch mehr Graphics-Breche werden. Sei es auch nur so eine Pimmelpfütze. Muss ja alles berechnet werden. Das ist voll für den Arsch. Das stimmt. Ach, Gott sei Dank, zwei Sichten. Bei dir wird das wahrscheinlich flüssiger laufen. Ja. So, wenn du das mit dem Saatgut fertig hast, musst du nur noch den. Wovor du fragst, auch wieder mit der linken Maustaste. Aber ich habe jetzt schon Sprösslinge da, ne? Ja, macht ja nichts. Ja, oder willst du ohne? Weiß ich nicht. Ja, mir ist das scheißegal. Weiß ja nicht, ob man die wirklich irgendwie düngen muss. Ist halt so die Sache. Wenn man es nicht muss. Aber ich würde es halt machen, keine Ahnung. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Mhm. Gehört irgendwie dazu. Wenn ich an Landwirtschaft denke, dann denke ich immer an diese Arschlöcher, die an scheiß Traktoren. Entschuldigung, ich mag Landwirte, ohne die wären wir ganz schön aufgeschmissen. Aber wenn die gerade mit so einem Güllefahrzeug vor einem sind, ist es vielleicht nicht ganz so nice. Also diesen kleinen Anhänger dann, oder wie? Mhm. Wenn du dann linke Maustaste betätigst, gehen Arme so links und rechts raus. Sieht cool aus. Okay. Deswegen sollst du es mitnehmen. Das ist eigentlich der Grund. Ja. Ach so. Und zack, es hört auf zu regnen und bam, habe ich mehr Frames. Danke dafür, Windschirm. Lol. Es ist ein Unterschied wie sonst was, ne? Mhm. Ist nicht nur ein Unterschied zwischen nass und trocken? Nee. Ist auch ein Unterschied der Frames. Okay. Linke Maustaste, oh. Ziemlich cool, hm? Jo! Doch, was genau so. Okay. Hallo, wurde hier hart geschittet? Hallo. Mörr. Ach, ist schon schön, so ein Tag auf der Ranch. Oh yeah. Ich lasse die Bienen gerade noch mal ein bisschen göbeln. Ah, okay. Ja, es hat sich angeboten, es war halt voll. Mhm. Waren wieder bei 100 und so. Und auch. Ja, kann man halt ja mal nebenbei machen, bietet sich an. Warte nämlich gerade bis 16 Uhr, um die Kühe nochmal abzumelken. Wie ordentlich ich das gerade versuche zu machen. Aber es halt irgendwie nicht so gut klappt, irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist aber, das liegt nicht an dir, das liegt an dem Spiel.
Ja, Kick der Perfektionismus. Ach, Mann. Ja, dezent. Das dann. Nice. Es wird langsam hier. Mhm. Ich sag schon wieder mit dem Kackebehälter durch ihn drin. Weil die haben geschüttet. Ich glaube, der Dünger ist leer. Ich habe noch welchen im, wie gesagt, am Baum sind. Ja, 2, irgendwas. Ist nicht viel. Aber besser als nichts. Ansonsten müsstest du dir noch mal welchen holen, wenn du welchen brauchst. Alter, hätten wir hier nicht gemäht, ey. Es wäre nicht zu sehen. Oder kaum zu sehen, wo diese ganzen Flatschen sind. Murmur. Joa, so. Ich glaube, bei den Ziegen habe ich alles. Ich glaube, das hat gerade so gereicht. Ja, supi. Geht. Da sind zwar noch Flecken und so weiter, aber... Ja, ich sag mal so, dann werden wir es ja feststellen, ob trotzdem alles an Saatgut hochgeht oder halt nicht. Ah, bist du durch, oder wie? Mhm. Ja, dann hast du in einer Episode an einem Tag das komplette Feld bestellt. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gute Arbeit, dankeschön. Gerne, gerne. Ah, ich bin mal gespannt, wie dann eine Sonnenblume aussehen. Also ich schätze mal, die sehen dann aus wie Sonnenblumen. Nee. Nee. Captain Obvious. Ja, das muss schon cool aussehen. Wir haben ja schon mal hier in dem Spiel ein Sonnenblumenfeld gesehen. Tatsache. Da bei diesen... Beim See, da bei der Ranch. Ja. Küken! Oh. Küken! Endlich! Wir haben das erste Küken. Ich sehe es gerade da in dem... Zwei Küken! Zwei Küken! Bäume! Die rase gerade. Alpha-Ente an Ente 2 meldet. Zwei Küken gesichtet. Direkt voraus. Oh. Endlich. Das hat aber auch wirklich an meinem Ego gekratzt, dass die Losers Küken haben ohne Ende und wir kriegen kein einziges. Das hat mich voll Küken genervt. Sehen. Das hat an meinem Ego gekratzt. Küken. Küken. Hallo. Sind im Stall. Laufen da rum. Hallo. Ein weißes und ein gelbes habe ich gesehen. Oh, Küken. Essen. Nom nom. Was? Hä? Da, die sind gerade frisch geschiftet. Ja, wir sind die schon essen. Willkommen guck mal, im ich Leben. Ich habe gerade eins auf der Hand. Ich habe hier einen riesen Kacke-Kanister in der Hand. Jetzt nicht mehr. Leute, was machst du denn? Hallo, hallo, hallo. Ich wollte es dir zeigen, aber irgendwie war mein Internet weg. Ja, ich hab's. Ja, ich, hallo, ich will's haben. Nö, ja, es hat keinen Bock mehr. Plupp. Das hat Bock zu haben, ey. Lol. Aber wie da süß es auch auf der Hand liegt. Ja, ist schon niedlich, ne? Okay, ich lass dich da drin in der Scheiße trinken. Und da drüben ist noch ein gelbes. Ja. Hä? Ach, da. Ja, da. Kommst jetzt zu deiner Familie. Da. Oh, Eier. Ja, Finger weg von den Eiern. Ich will mal die Eier machen. Aua. Ja, aber in der Nacht. Nicht jetzt. Ja. Das bringt jetzt überhaupt rein gar nichts. Nee, aber ich will trotzdem mal die Eier machen. Kannst du ja machen. Eier, Eier. Ich brauche Eier. Hat sie nicht gesagt. So. Ich habe Zwitscher, Eier. Zwitscher. Achso, und so wie es aussieht, können nicht die Hühner picken ohne Ende, es passiert nichts.
fällst davon nicht um. Also ist mir jetzt noch nicht passiert. Hier ist noch eine Scheiße von Ziege. Ja, ich bin gleich da. Du? Sogar zwei. Ja, ha. Es ist nur gerade nicht so einfach, jetzt zwischen die Hühner zu aimen. Um die Kacke von denen einzusammeln. Ja, ich aime. Ah, okay. Ich versuch's zumindest. Einigen wir uns da drauf, okay? Ja. Ah, hier ist noch Le Kaka. Yep. Ah. Microphone muted. Ey, man sieht aber auch ganz schlecht nochmal die Ego. Das bringt bei dem Kanister halt auch null. So. Okay, eine männliche Ziege. Zwei männliche Ziegen. Das ist halt auch noch so das Ding, ne? Ja. So, Kaka. Habe ich hier eingesammelt? Lass mich durch. Hier ist ein Riesenflatschen. Da ist eine Riesenflatschen. Mhm. Haben wir eingesammelt. Schön! Und schön! Und zwei ohne Namen. Also Weibchen. Fritzi, wo willst du hin? Geht nicht raus. Jetzt lass mich. Danke. Du bleibst schön ich hier. Ich guck mein Gewächshaus nach. Fritzi macht mir hier echt Sorgen. Erst wohnt die bei den Hühnern. Fritzi denkt, sie wäre ein Huhn. Hockt da die ganze Zeit rum, weißt? Mhm. Ja, schön pflanzen. Boah, sieht jetzt schon so geil aus. Ah. Also die eine ist nicht angegangen, oder? Hä, hey, warum nicht? Warum? Die eine zeigt die ganze... Vor allem ist doch die ganze... Also, da ist doch Sonne. Also, ja? Scheint doch gerade die Sonne da drauf, oder bin ich jetzt Ja, lost? Dann nimm mal eine andere. Vielleicht ist das irgendwie verbuggt. Nimm die mal raus. Hier ist noch eine. Und setz mal eine neue ein. Einfach, um mal zu gucken, ob da eine neue losgeht. Okay. Das sieht schon echt geil aus, ja. Und ja, du hast recht. Da kommt Sonne dran. Wo war das jetzt? Ach, hinter mir. Einmal da und einmal hier, wo ich stehe. Nee. Er sagt, er bekommt keine Sonne. Na, vielleicht wegen diesem Pfosten. Ja, ist doch aber Quatsch. Die anderen stehen ja auch da. Ja, hier zum Beispiel ist eine Pflanze komplett im Schatten. Wird aber Sonne angezeigt. Oh, und wenn ihr da eine Lösung habt, Freunde, schreibt das mal in die Kommentare. Das ja, würde mich interessieren. Ich meine, ne, es ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Wir werden jetzt hier keine Millionäre durch Weintraubenverkauf. Aber es ist was fürs Auge auch, ne? Und ja, da gut, also kratzt. Ist jetzt mir nicht aufgefallen, nur so, dass da wirklich was fehlt, ne? Wir photoshoppen das einfach korrekt. Ja, genau. Und das Ganze mal 10. Clickbait! Ja! So! Da kommt jetzt reinscheißen. Ja, bitte. Ah, okay. Ich wollte den Dings nochmal auffüllen. Ich bin dann aber mal gespannt, wie lange die Samen brauchen. Welche? Die Sonnenblumen. Ja. Zwei, drei Ingame-Tage. Ah, okay. Dann muss ich mich ja da um nichts kümmern. Nö, nicht wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Kühe schon abgemalt habe. Kannst du da nochmal gucken? Obwohl, lass sein. Alles gut. Ja klar, kann ich. Okay. Wow. Silo ist wieder voll. Gut. Also du wolltest dann heute Nacht die LOL. Eier machen. Was denn? Hier die Schränke hier drin. Hm. Genau, ich wollte noch mal ein bisschen Eisen holen. Ja, für den Fall, dass wir noch mal Bock haben, so zwei, drei Tage Käse zu machen. Der eine Tag hat mir nämlich gezeigt, okay, wenn wir es nämlich echt drauf anlegen, sind alle Schränke binnen von 10 Minuten voll. Das ist das Problem.
Und wir haben gerade Holz im Überfluss und ich habe keine Ahnung, wohin damit. Ja, ist auch wieder Käse fertig, ne? Ja, ich weiß, ich war ja auch nicht so ganz untätig, als du auf dem Feld warst und so. Oder die Einkäufe gemacht hast. Ich war auch fleißig. Das Ding ist halt. Du hast gesagt, dass du nicht fleißig warst. Nee, hast du nicht. Das stimmt wohl. Ich war halt nicht ganz untätig. Ja, ich habe sogar ein paar Schenke mit Ziegenkäse. Das ist jetzt nicht alles Muku, das ist auch. Mäh. Ja. Und so. Ich wollte noch mal ein bisschen Metall mitbringen. Was schätzt du, wie viel brauchen wir so? Naja, was heißt brauchen? Ach, scheiß drauf. Bam. So, zack. Mach fertig. Immer. Jo. 2000 nochmal für Metall ausgeben. Werden wir in dieser Staffel nicht mehr brauchen. Das sind 4x50er Blocke. Hey, ja, warum werden wir es nicht mehr brauchen? Ja, was willst du denn noch groß bauen? Weiß ich nicht. Siehst du? Wir sind doch jetzt schon gefühlt fast am Ende der Staffel. Wir haben doch alles eigentlich gezeigt, was man zeigen kann. Ja, stimmt auch wieder. Ne? Wir haben jetzt noch eine Saat, die wir nicht gemacht haben. Ich glaube, Mais war das. Ja. Ja. Mais würde mich noch interessieren. Dafür braucht man auch wieder einen speziellen Aufsatz. Ich guck gerade noch mal, welcher das ist. Und was der kostet. Mhm. Also nicht, dass wir jetzt finanzielle Sorgen hätten. Nee, haben wir nicht. Sämaschine. Sonnenblumen. Ah, Mais. Ja, 200. Genauso wie Sonnenblume oder Getreidevorsatz. Okay. Ja. Chillig. Ah, jetzt habe ich hier schon mal das Metall aufgeladen. Können wir da nochmal die Schränke ballern, wenn du Bock hast? Kann es sein, dass du immer vergisst, dieses Ding auszumachen für die Bienen? Kann dieses sein, Dampfding? Ja. Ich habe es gerade ausgemacht. Achso, ja, danke. Kein Problem. Kostet uns nichts. Ich dachte mir nur so, hä? Was dampft denn da? Ja, die Bienen. Ja. Die brutzeln gerade ein bisschen. Hey, ich dachte, du wolltest sie kotzen lassen und nicht brutzeln. Ja, beides. Ach so. Multitask. Erst irgendwie verbrennen und dann kotzen lassen, oder? Nee, erst kotzen, dann verbrennen. Ach stimmt, dann schmecken die besser, oder? Genau. Okay. Ja, macht auch wieder voll Sinn, ne? Eigentlich. Was wir hier schon wieder für eine Scheiße labern. Ja. So. LOL, das Spiel will uns was sagen. Hä? Ich habe hier gerade mal ein Geschenk aufgemacht. Ja. Da ist eine Wurstmaschine drin. LOL. Auch geil, aber wenigstens kein Feuerwerk oder so mal. Apropos, schau mal Richtung unserem Haus. Bist du gerade draußen? Ja. Gut. Siehst du was? Ja. Gut. So hat's wenigstens nämlich einer mal drauf. Ja. Schön. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ein richtig schönes, dickes Feuerwerk zum Abschluss. Haben wir zu Silvester ja gemacht. Können wir gerne nochmal machen. Da habe ich gar kein Problem mit. Gut. So, ich komme jetzt noch schnell nach oben. Mhm. Dann haben wir es auch schon wieder. Hallo. Hallo. Anstatt den Hänger einfach nach hinten zu fahren, nö. Läufst du gerne? Ja. Okay. Ich tu jetzt trotzdem noch was. Was tust du denn jetzt noch? Komm mal bitte nach draußen. Okay. Ja. Aufräumen oder was? Ah ne, du hattest noch einen Feufei. Hi. Oh. Ja. Die Farbe ist richtig schön. Da ist der Frau jetzt direkt einer bei abgegangen, ja, Leute. Ja, doch schon. Junge, das war Junge. Schon geil. So,
Ich räume das ja, mit Teil noch denn? Ein. Ja, nix, alles gut. Ah, ja, genau. Ich sag doch gar nichts. Oh. So, aber ich würde trotzdem sagen, wir räumen jetzt auf hier und sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Checkt die Videobeschreibung ab. Palenze Gaming, Triebwerk und der Merch sind selbstverständlich verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.